Die elitären Kabalen setzen dunkle Außerirdische ein, aber auch künstliche Intelligenz und ihre Geheimgesellschaften nutzen sie fortwährend. All das wird vor euch verborgen. Auch setzen sie Verträge aus früheren Leben und karmischen Reinkarnationen ein. Daher ist es wichtig, dass ihr all eure Karma-Verträge aus der Vergangenheit klärt und löscht. Die Kabalen schaffen Karma-Fallen, in die ihr hineintappt, und in denen ihr gefangen seid. Es ist wichtig, dass ihr euch befreit. Wenn ihr bis jetzt noch nicht wusstet, dass die letzten Tage der euch knechtenden Dunkelmächte hier sind, werdet ihr es sehr bald tun, da einige unserer Aktivitäten zur Eindämmung ihrer Versuche, der Gerechtigkeit zu entkommen, wahrscheinlich allgemein bekannt werden. Seien Sie versichert, dass wir in diesen Angelegenheiten die volle Kontrolle haben und Sie ohne unsere Zustimmung nirgendwo hingehen. Es ist nicht so, dass Sie uns fragen müssen, sondern dass wir jederzeit Ihre Absichten und Ihren Aufenthaltsort kennen und so sicherstellen können, dass Sie kein Unheil anstellen. Wie Sie sich vorstellen können, schlägt das Tier, wenn es in die Enge getrieben wird, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Es kann kleinere Vorfälle geben, aber unser Hauptanliegen ist es, alle gegen sie gerichteten Maßnahmen zu stoppen. Jedes gemeinsame Projekt, an dem wir beteiligt sind, steht kurz davor, voranzukommen, und wir werden sicherstellen, dass der gesamte Mechanismus funktioniert, sobald wir das Signal zum Fortfahren erhalten. Ein Großteil der Vorarbeiten wurde von unseren Verbündeten abgeschlossen, und wir sind anwesend, um sie zu beaufsichtigen. Es passiert wirklich so viel im Verborgenen, aber manchmal ist die Größe der Operationen so groß, dass es schwierig ist, alles zu verbergen, was passiert. Das heißt, sie entdecken einige Details und haben vielleicht eine gute Vorstellung von der Bedeutung. Sie haben ihre eigenen zuverlässigen Quellen, denen sie vertrauen können, und sie werden wissen, wem sie glauben können. Sobald die Dinge jedoch beginnen, werden sie nicht mehr verkennen, worum es geht, da sie so lange gewartet haben, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Der dritte Teil über die Botschaften der Galaktischen Föderation, Reptiloide mRNA, Nachricht der großen blonden Nordics, ist soeben erschienen. Wenn dir die ersten beiden Teile gefallen haben, dann darfst du den dritten Teil über Botschaften der Venus, Sirius, Lyra und Protykon, auf keinen Fall verpassen. Den Link zu den Büchern findest du unten in der Videobeschreibung. Ermutigend für uns ist, dass immer mehr Menschen über uns sprechen, ohne sich zu schämen, denn die Tage, an denen sie dafür verspottet werden, sind selten. Intelligente Gespräche sind jetzt möglich, da so viele Informationen über uns vorliegen. Tatsächlich werden wir kaum eine Einführung brauchen, wenn die Zeit der Offenlegung kommt. Wir freuen uns sehr, wenn wir bei Ihnen sein können und es wird eine Zeit des großen Feierns. Schließlich werden wir viele Seelen treffen, die uns bereits kennen, aber ihre Verbindung zu uns vergessen haben. Viele stammen aus unseren Familien der Galaktischen Föderation und sind in Wirklichkeit Weltraumwesen, die auf der Erde dienen. Aufstieg ist kein zufälliges Ereignis, das einfach so kommt. Es wurde seit Äonen vorhergesehen und geplant und wird der Dualität ein Ende setzen, wie ihr sie erlebt habt. Es ist von solcher Pracht, dass das ganze Universum auf deine kleine Erde schaut. Sie sehen einen Ausdruck des Lichts durch die Anwesenheit von euch lieben Seelen, die ihr wahres Selbst gefunden haben, trotz der enormen Schwierigkeiten, die ihr beim Heraustreten aus der Dunkelheit erlebt habt. Sie können aufrecht stehen und sich von uns zu ihren wunderbaren Leistungen gratulieren lassen. Wir sagen das nicht, um eure Egos zu nähren, sondern euch bewusst zu machen, wie großartig ihr alle seid, und wir schließen sogar diejenigen ein, die immer noch gegen die Widrigkeiten kämpfen. Keiner von euch ist ein Versager, und jedem wird eine Rettungsleine zugeworfen, um euch noch einmal hochzuziehen. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Die finanzielle Lage in eurer Welt verschlechtert sich weiterhin rapide, und obwohl wir euch keine Härten wünschen, wird es erst einen Zusammenbruch geben, um die Einführung eines neuen sicheren Systems zu erzwingen. Wie Sie wissen, haben wir dieses Ereignis seit langem erwartet und alles ist bereit für die Umsetzung. Es wird ein neuer Ansatz für ein altes Problem sein,
das sie schon oft bedrängt hat. Die alten Wege, die die Gier nach übermäßigem Profit aufblühen ließen, haben ausgedient und der Reichtum der Welt soll neu verteilt werden. Die Extreme, die sie erlebt haben, haben die grassierende Krankheit des Überflusses in Geldangelegenheiten veranschaulicht, die den wenigen kontrollierenden Bankenfamilien massiven Reichtum beschert hat. Das wird sich alles dauerhaft ändern, und es wird nie wieder Gelegenheiten zur Plünderung des Volksgeldes geben. Ihr wisst es, die Zeit ist reif für die große Veränderung. Die Krise ist noch nicht vorbei, doch dann kommt das galaktische Licht. Eure Befreiung aus dem Gefängnisplaneten, euer Aufstieg in die fünfte Matrix, die große Offenlegung und der Erstkontakt sind nicht mehr in weiter Ferne. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den sirianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.